Mein Name ist Parkinson. Morbus Parkinson. Manche nennen mich auch Mr. P. Manche suchen deine Nähe, sagen Mon ami. Doch so vertraulich waren wir nie. Für mich bist du nicht irgendwas und irgendwie. Für mich bist du Mr. P. Du hast dich in mein Leben gezwängt und mich manches Mal in die Ecke gedrängt. Wenn du mir nahe kommst, bin ich oft irritiert. Drum bleib ich lieber distanziert. Konstant. Heut bin ich grauslich beieinand. Jeder Knorrer zwickt und zwackt, weil wieder Parkinson heut packt. Mr. P, sei so gut und lass mir mal Ruhe. Setz dich in die Ecken und schau mir einfach zu. Ich weiß, ich komm nicht aus, du bist immer dabei. Hallo, wie geht es dir? Danke, ganz gut. Das ist eine Antwort, die keinem wehtut. Auch wirklich hören, das wird dich doch nur verstören. Widerstand, die Dinge leisten nur noch Widerstand. Nichts geht mir einfach so von der Hand. Ehe ich's kapiere, hab ich mich verrannt im Widerstand. Schon wieder was aus der Hand gefallen, schon wieder was nicht in den Griff gekriegt, schon wieder von Krämpfen befallen, schon wieder mit der Uhr im Konflikt. Und alles, damit du nicht vergisst, wie störrisch die Materie ist. Das Essen auf dem Tisch, der offene Mund, ein halber Meter Luftweg dazwischen. Das Zittern in der Hand, etwas fällt herunter. Jetzt gilt es, den Mund zu erwischen. Schwer zu akzeptieren, es wird zu ihm klar, was 50 Jahre selbstverständlich war. Einen Suppenlöffel bitte, schauen Sie mich doch nicht so an. Ich brauche ihn, damit ich überhaupt was essen kann. Da lässt sich nichts erzwingen, auch nicht mit Gewalt. Ich muss mich konzentrieren und das Essen wird kalt. Ich will die Unsicherheit überwinden, doch die Mitte zu spüren fällt schwer. Statt festen Stand zu finden, schwanke ich so hin und her. Um nicht zu fallen, genügt oft ein Schritt. Guter Plan, doch der Fuß macht nicht mit. Ich ringe um mein Gleichgewicht. Steh ich auf beiden Beinen, hab ich's noch lange nicht. Ich suche nach dem Gleichgewicht. Selbstsicherheit, die so leicht zerbricht.
hast dich entsetzt. Verdränge das Morgen, konzentrier dich aufs Jetzt. Jetzt. Ich schäme mich und kann nichts dafür. Ich schäme mich vor dir. Ich schäme mich und flüchte vor mir und wär am liebsten gar nicht hier. Ich krieg den Schlüssel nicht ins Schloss, das Geld nicht in den Beutel, den Druckknopf einfach nicht zu. Die Flasche geht nicht auf, der Reißverschluss wehrt sich und jede Menge Leute schauen zu. Ich werde nicht resignieren und abschalten. Ich möchte so weit wie möglich meine Würde behalten. Doch den Respekt vor dir, den verliere ich nie. Denn du bist mein persönlicher, oft unversöhnlicher, doch immer ungewöhnlicher Mr. P. Mr. P.